So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich nehme am selben Abend so weiter auf, denn ja, also der Part ist 24 Minuten geworden, der erste. Hatte ich also recht gehabt mit dem ersten Part, dass das schon weit länger ist als das, was da steht durch Reloads. So. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum diese Schutzanzüge hier sind. Ach ja, jetzt seht ihr auch das Archivfeuer, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. So. Es geht hier so wirklich leicht besser. Na, eine zu viel. Na, sieht ruhig aus jetzt, ne? Na, wunderbeste. Zack. So. Die Musik ist so cool. Aber jetzt habt ihr ja gesehen, dass ich das Archivfeuer von UTNT hier wieder drin habe. Der hat doch da noch eine Chaingun. Ja, danke schön. Ne, das fand ich so cool, das Feuer von dem Archwald. Das wollte ich unbedingt hier auch drin haben. So. Okay. Irgendeine leise Stimme sagte mir, dass ich hier nochmal hin muss. Und das war, glaube ich, für den Gelbstoß. Genau. Zack. Ach. Sind sie damit nicht einverstanden? Verdammt. Natürlich blöd, wenn man die falsche Waffe in der Hand hat für solch eine Situation. So, Problem erledigt. Das war jetzt ein recht sanfter Widerstand. Bisschen, ja. Ach, da ist noch einer. Abkratzen. So. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Hier vielleicht? Achso. Ja, und jetzt? Ah, coole Sache, das. Jetzt lass mich da einfach raus, Mensch. So. Es ist doch Säure, das tut meinem Erschler doch weh. So, die ganzen Chainguns mitnehmen. Zack. Wie die Augen von den Tomaten da liegen. Finde ich gut. Ja, doch. Das hat Stil. So. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ach! Also rein theoretisch würde ich jetzt sagen, dass ich den gelben Schlüssel einsetzen sollte. Was? Was willst du jetzt? Hast du was zu melden da oben oder was? Meinst du das? Also ich denke nicht. Da muss man doch aber auch irgendwie hinkommen. Muss man vielleicht auf dieses Schalterli drücken irgendwie. Komm, das Schalter, die anschießt, da ist noch einer. Nein! Ach, ist doch alles an der Schmu hier. So. Ach Gott! Ist doch nicht wahr. Manchmal glaubt man das ja auch nicht, was man tut hier, ne? Da, nur aber. Wie viel lebt denn noch? Mach die Schrift weg, ich will das sehen. Oh, lebt noch ein bisschen was. Und da vielleicht. Naja, ich denke, das führt zu nix. Aber ich will die Munition wieder haben. So. Oh! Oh, ho, ho. Nichts übergeblieben? Ist das so? Wäre cool. Ne, da ist einer. Wow. Naja, du hast meine Lost Soul platt gemacht. Das ist auch nett von dir. Finde ich schön, dass du mir helfen möchtest. Ich helfe dir jetzt bei deinen Seelsorgen. So.
deinen Aggressionsseelsorgen hier. What the fuck, da ist noch einer. Hat sich noch einer versteckt. So. Zack, zack. Da brauche ich den roten Schlüssel für. Wo soll ich den jetzt wieder herkriegen? Da ist noch ein Pinky. Komm zurück. Kommen Sie zurück, Herr Pinky. Wie? Das überlebt der? Der darf das nicht überleben. Der soll sterben. Dem Tode entgegentreten und so. Gut, wo kriegt ich jetzt so einen gelben Schlüssel her? Vielleicht muss ich da rüberspringen. Das könnte Sinn ergeben. So, da bin ich. Der war gut jetzt, ne? Der war doch gut, oder nicht? Der war doch schön. Der war doch richtig klasse, oder nicht? Den fand ich gut. Der war wirklich gut. So. Oh! Du hast wohl gedacht, du kannst mich jetzt hier so schön in der Enge einkesseln, ne? Nicht mit mir, du. Oh, das hat nachgeladen. Das klingt nach ganz viel Sporen. Ja. Wie recht ich doch habe. Was zur Hölle? Jetzt sterb doch mal. Also. Oh. Das ist eine Verstopfung in der Tür hier. Stau. Dass ich so gefragt bin immer, ne? Alle, kommen Sie zu mir. Ich muss echt eine gefragte Person sein. Ich sehe schon vor lauter Leichen meine Gegner nicht mehr. Wow. So, und jetzt noch die Schenkel hinterher und dann... Boah, was noch eine? Ja, Auge weg. Genau so muss das sein. So. Das ist vor lauter Leichen die Umgebung nicht mehr. Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Secret aus? Das ist mir immer noch nicht klar, wo das sein soll. Das würde ich ja gerne noch finden. Und da ist dann hoffentlich eine BFG 9000 oder eine Megasphäre drin. Ja, das wäre doch mal was, ne? Eine BFG 9000 finde ich jetzt richtig cool. Aber ich habe ja immerhin schon mal einen Rucksack. Das ist doch auch schon mal viel wert. So, jetzt muss ich nochmal darüber, aber da wird es wahrscheinlich nur in den Ausgang raus. Jetzt. Also nur rausgehen aus dem Level. What the fuck? Wieso ist jetzt hier zu? Wer hat sich denn hier so erdreistet, dass das jetzt zugeht, ne? Ah, jetzt muss ich da hin. Aha, ich nehme von dem Dreck Schaden. Gut, dann brauche ich noch mal einer dieser lustigen Schutzanzüge, die da unten rumschwirren. So. Das soll ja nicht das Problem sein. So. Müssen wir mal gucken, wo jetzt einer war. Da hinten. Also müssen wir da so... Erstmal müssen wir speichern natürlich und dann... So, zack. Das soll uns jetzt ja nicht aufhalten, ne? Zack. So, jetzt können wir da eine richtige Waffe noch nehmen und dann wird hier mal aufgeräumt. Ey, kessel mich hier ein, das ist scheiße. Ah, kessel mich hier ein, das ist dumm. Ein nach dem anderen, ihr bekommt alle euer Essen. Mein Gott, ihr seid aber echt hungrig, ne? Das muss man euch ja lassen. Oh, cool, das Secret habe ich gefunden. Das hat sich auch gelohnt, auch wenn es nicht eine BFG... Das war jetzt nicht so geplant. Egal, ich komme ja auch wieder raus. So, ich muss ein bisschen Gas geben mit dem Einsammeln des Zeuges, weil der... Ja, genau. Das habe ich mir schon fast wieder gedacht. Gut, aber ich glaube, ich habe jetzt doch alles, was ich brauche, oder? Ja, die Schengen ist voll. Gut, nee, ich glaube, ich kann dann auch weg hier. Also ich habe es knapp geschafft noch. So.
Ach nein! Du hast mir jetzt noch gefehlt, Junge. Hast du nur davon? Oh, das sind ja noch mehr. Na, noch jemand? Ja, da hinten. Latsch. So, oh, sehr gerne. Gut, wie sieht das hier aus? Mach mal Schriftdeck bitte. Dankeschön. 150, 150, Secrets. Ja, das passt doch. Das sieht ja affengeil aus. Dann mit Gebrühl. So. Jo. Das war's mit Cliffside Siege. Ja. Auch ein sehr schönes Level eigentlich. Ja, bisher gefällt mir das Speed of Doom sehr gut, muss ich sagen. Sind zwar kurze Level, aber gut auf jeden Fall. Ja, das war's mit Cliffside Siege. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Dreamscape. Bye bye.